Everyone knows all the questions we ask ourselves about our life and our future. The questions that drive us to develop ideas, to find the answers. Our world needs people who believe in their ideas, particularly young people. People who use their talents, who want to learn and try things out. Ideally, in an environment where you feel good. Mein Tag beginnt mit frühem Aufstehen, zur Uni radeln und einem Kaffee Mokka in der Campus Suite. Was in Kiel natürlich super ist, ist, dass man, wenn man mal ein bisschen mehr Zeit hat, jederzeit einen Bus von der Uni zum Strand nehmen kann. Dass man mit dem Fahrrad alles so super erreichen kann. Dieses Unikino, die ganzen Uni-Programme, die so angeboten werden. Auf den Markt gehen und Fischbrötchen essen und mit der Fähre durch die Gegend fahren. Feeling good also means being able to combine studying with free time, hobbies or top-class sport. Das Schönste ist, wenn man morgens trainiert, da ist noch alles ganz ruhig und ich bin meistens recht früh draußen. Kiel's Christian Albrechts Universität zu Kiel has around 23,000 young students in almost 150 disciplines. More than 2,000 scholars and scientists live and research here. They work with facilities that enable cutting-edge research, and they offer young people the prospect of a pathway into research, with a chance to develop new ideas together. An der Technischen Fakultät ist es so, dass man relativ dicht an den Professoren ist und dass immer ein guter Dialog zwischen den Studenten und den Professoren herrscht. Wenn man irgendeine Frage hat, findet man in Kiel auf jeden Fall immer jemanden, der einem weiterhelfen kann. Wir haben viele Geländeeinsätze, die wir nutzen, um Studenten mitzunehmen. Und den Studenten dann auch im Labor schon ein paar Techniken beizubringen, die sie so im Studium nicht mitkriegen. Die Herausforderung für uns ist es, hier die Leistungsfähigkeit der optoelektronischen Bauteile zu erhöhen. Und das wollen wir durch eine nanostrukturierte Oberfläche erreichen. Man hat als Student die Gelegenheit, an etwas Hand zu fassen, was dann später mal auf dem Mars herumfahren wird, zum Beispiel. Das heißt, diese Leute haben ein Projekt, sind in die Interaktion mit den Kooperationspartnern direkt mit eingebunden und können sich selbst wissenschaftlich auf diesen Gebieten verwirklichen. Wir befassen uns insbesondere mit dem bürgerlichen Recht in osteuropäischen Staaten und dem Wirtschaftsrecht an. Wir untersuchen eben Herzen auf Hypertrophie, also auf Vergrößerung. Ich arbeite mit chinesischen Nassreisböden. Mit den Forschungsschiffen fahre ich regelmäßig in die Weser und die Elbe. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir wünschen... Whatever the wish that drives us, our world needs people who believe in their own ideas. Kiel offers the right environment to learn, to research and to develop new ideas together. Die Leute sind super freundlich und ich mag das hier gerne.